So, da hätten wir die 80. Folge unseres Let's Plays erreicht, unsere ersten Staffel. Und ich denke, wenn wir bis Folge 100 mit der ersten Staffel durch sein wollen, müssen wir jetzt schon mal ein bisschen loslegen hier. Und natürlich runterfallen, ist ja klar. Und ich würde sagen, wir müssten jetzt auch mal wieder zu den Schafen, uns ein bisschen Wolle holen, um hier weiterzubauen, weil so viel sind wir jetzt noch nicht vorangekommen in der letzten Folge. Und da würde ich sagen, wir machen jetzt ganz schnell mal die Monster an, auf dem Weg nach Hause. Und mal sehen, was uns da so erwartet. Vielleicht läuft uns ja sogar ein Enderman über den Weg. Pfeile haben wir gar keinen mehr dabei. Ich nehme mal die Bögen hier hin. Es ist jetzt egal, ob wir Pfeile haben oder nicht. Da holen wir uns eben welche von dem Skelett da. Ah, da müssen wir auch an dem Creeper vorbei. Es ist immer so blöd, dass die nicht herkommen. Mensch, der Creeper. So, ein Pfeil hat's für uns fallen lassen. Das Loch lasse ich jetzt einfach. Das ist ganz ehrlich, es nervt mich nämlich, das dann immer flicken zu müssen. Und ich mache jetzt nur mal hier das weg und das noch. So, naja. Könnten ja hier nochmal was weg. Ach, hier ist noch was. Wegmachen. Gut. So. Na, ich denke, das können wir anbieten. Oder wir machen hier nochmal ein bisschen, dass das ein bisschen natürlicher aussieht. Und das, naja. Gut. Dann machen wir mal weiter. Hungerpunkte sind jetzt auch schon ein bisschen mitgenommen. Ach, wir haben hier Kekse. Ist eigentlich egal, ob wir Kekse oder Melonen essen. Ist alles nur ein Hungerpunkt. Heilen die. Ja, manchmal geht das mit dem Essen merkwürdigerweise ein bisschen schneller. Ein bisschen zu schnell. So, wir haben jetzt erst einen Pfeil. Das ist eigentlich schlecht. Und die Pfeile können wir eigentlich auch aus der Monsterkiste holen, weil die haben ja nicht viel damit zu tun. Habe ich mir überlegt. Ach Mensch. So, haben wir noch irgendeinen? Nee, noch einen Zombie. So. Dann noch schnell mal einen Keks essen hier. Und da sind auch schon wieder unsere Skelettbrüder, die wir letztens in der Mine verloren haben. So, du noch. Level 33 sind wir jetzt schon wieder. Ich nehme nochmal da hinten das mit. So, ach Mensch. Dass mir manchmal mal nicht hochkommt. So, da sind wieder unsere. Spawnt die jetzt schon wieder? Ist doch schon fast morgen. Oder immer noch. So, Inventar ist schon ein bisschen mitgenommen, also von der Vollheit her. Und ich weiß, das Wort Vollheit gibt es gar nicht. Das ist jetzt egal. Mir ist nichts Besseres eingefallen. So, dann will ich mal ganz kurz die Schafe scheren. Ich könnte vorher nochmal zur Kakaobohnenfarm gehen. Nee, ich lasse die nochmal ein bisschen wachsen.
Aber wir könnten schon mal hier die nehmen. Die zumindest hier. So, dann so. Und zack. Und dann hier die noch. Die nicht. Ach, da hätten wir jetzt alle. Müssen wir uns mal wieder Tropenholz holen. Naja, machen wir dann später. Gut. Dann waren wir wieder hier. Wie so oft schon. Ich weiß auch nicht, ob wir das in der nächsten Staffel dann auch wieder machen mit den Schafen. Das müssen wir einfach mal sehen. So, dann noch. Und gut, dann das. Und mal wieder ein paar Kekse essen hier. Wann hat man eigentlich die Druckplatte gesetzt? Weiß ich gar nicht mehr. Schon ewig her. Und die Schere ist gleich kaputt. Könnten wir sie eigentlich noch kaputt machen? Und ich glaube, wir brauchen mal wieder ein paar mehr Schafe. Müssen jetzt nicht gleich wieder Unmengen sein. Es reicht, wenn wir ein paar haben, wieder mehr. So. Wo tun wir jetzt eigentlich hier Kalbrunnen hin? Da. Naja. Hier haben wir keine mehr. In der Pein diese Nacht leider auch nicht gesammelt. Die Pfeile nehme ich mir mal mit. Dann würde ich sagen, erstmal die Samen hier rein. Ach ja, und den Weizen. Da. So. Dann. Ach, die kommen jetzt alle zu mir, weil ich den Weizen halte. Mensch, ich kann gar nicht mehr drücken hier. Ach ja. Ach komm. So. Dann habe ich ja da hinten eine Höhle gesehen, da könnten wir eigentlich mal rein. Ach nee, da müssen wir erstmal das. Nee, da muss ich erst das Inventar leer machen. Weil in der Höhle kann man nicht einfach so stolpern mit dem vollen Inventar. Dann müsste man schon mal leeres Inventar haben, sonst haben wir dann wieder ständig Probleme. Wie in der Mine. Ach, hier ist nur eine Kohle drin, das lohnt sich aber nicht. Na, das lohnt sich schon eher. So, da ist alles nichts mehr und dann würde ich sagen, hier. Oh Mensch, ne, das Stein haben wir auch noch. So, dann esse ich nochmal einen Keks. Und Eichensetzlinge wird man verteilen. Haben wir einen ja Blocken? Ne, haben wir nicht. Naja. So, so, so. Und du noch und du noch. Hier machen wir keine mehr hin, da machen wir jetzt lieber noch hier einen hin und da und da und da. Na gut, und hier vielleicht noch. So, da oben sind die Kürbisse schon gewachsen, wie ich sehe. Mal wieder und natürlich die mal hier unten rein. Brauchen wir jetzt nicht. Pilze. Haben jetzt schon 5 Stück von den roten. Melonen. Die tue ich mal hier zurück. Wir haben jetzt die Kekse. Und da könnte ich eigentlich gleich mal wieder ein paar Kekse backen. Da habe ich die falsche Kiste geöffnet. Na, ich tue mir mal alle rein. Guck ich mal. Wir machen mal erstmal 3. Muss ja reichen.
So, da hätten wir wieder 41, das reicht erstmal. Und dann geht's hier mal ganz fröhlich weiter, aber wo? Den Sand, ach so. Wir wollten den ja kochen. Ach, die Treppen hat man gar keinen Platz mehr. Gut, Eisenrüstung ist schon ein bisschen mitgenommen. Naja, kann ich jetzt nicht ändern. Diamantspitzhacke nehme ich mir mal mit in die Höhle. Den Bogen werden wir auch brauchen. Dann lasse ich auch den Eulenbogen mal hier. Das tue ich erstmal so lange hier rein alles. Kann man ja dann später wieder rausnehmen. Das dahin. Den Stein, die 8 Pfeile tue ich auch nochmal rein. Die bringen wir gleich weg. Die Axt werden wir nicht brauchen. Das Schwert. Jetzt haben wir eigentlich noch 2. Da repariere ich das mal. Das Feuerzeug werden wir nicht brauchen. Die Wolle werden wir auf keinen Fall brauchen. Gut, dann gehe ich nochmal zur Kapitänfarm. Da kann ich eigentlich auch gleich mal hier das Holz anbringen. Damit das nicht im Inventar versauert. Während wir das in der Höhle sind. Vielleicht ist die Höhlentour auch nicht so lange. Ich weiß es jetzt noch nicht. Das kann man vorher mal noch nicht einschätzen. Oh, das geht doch jetzt wieder fix. Mensch. So, hier die 64 rein und da 64. Und dann bratet mal schön. Hier haben wir noch ein bisschen was. Und dann gehen wir mal hoch. So, wo hatten wir denn die Höhle gesehen? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Müsste ich doch direkt mal gucken. Na gut, ist ziemlich leer. Die Fackeln tue ich mal hier unten hin. Und, warte, ich sortiere das nochmal. Fackeln, Kekse, Schwert kann da bleiben. Bogen. Ach, die Schere. Wieso nehme ich die denn mit, Mensch? Die lasse ich jetzt mal in der Kiste von der Kakteenfarm. Ist es sowieso fast kaputt. Und dann würde ich sagen, der Regen hat auch wieder aufgehört. Geht's gleich mal los. So, ich finde mal unser Einstiegsloch nicht. So, ist ganz schön ruhig geworden jetzt. Ah, muss ich wieder mehr reden, ne? Ach, und Angeln wollten wir auch noch in dieser Staffel. Haben wir jetzt auch nur noch 20 Folgen Zeit. Ist man noch zu schaffen, aber ich weiß nicht, ob wir wirklich noch dazu kommen werden. Mal sehen. So. Wo waren das jetzt? War das hier die Boss? Genau. Och, das hat sich ja jetzt gelohnt, die ganze Vorbereitung. Da suche ich einfach nochmal nach einer anderen Höhle hier in der Umgebung. Wir müssen ja auch mal schließlich erkunden, was hier so alles los ist. So. Hier waren wir schon, kann ich mich erinnern. Da hat man Kohle abgebaut, sonst war hier aber nicht viel. Und ich glaube, wir fangen an, im Kreis zu laufen. Bevor wir das tun, gehe ich lieber raus hier. So. Was ist hier noch? Aha, da waren wir. Hier waren wir noch nicht. Aber jetzt waren wir hier. So. Hier waren wir anscheinend auch, haben aber die Kohle vergessen. Ach ja. Da können wir natürlich auch gleich mal wieder das Level aufbessern. So. Da wäre das ja also auch erledigt, zumindest hier. Esse ich mal einen Keks oder ein paar. Der hat jetzt automatisch weitergegessen. Was manchmal so für wundersame Dinge passieren, frage ich mich.